der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Das ist unsere, ist die bessere Welt. Wer nach Sinnerfüllung im Leben strebt, der wird dem faulen Zauber, der da drüben glänzt, schnell als das erkennen, was er ist. Massenarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, soziale Unsicherheit, welche moderne Technik in der BRD begleiten, gibt es bei uns weder heute noch in Zukunft. Es ist eine Pervertierung der Menschenrechte, wenn ein Drittel oder ein Viertel oder welcher Teil der Gesellschaft auch immer ins Abseits gestellt und ausgegrenzt wird. Das Erscheinen der Neonazis auf der politischen Tribüne der Bundesrepublik gibt wirklich zu denken. Angesichts der Tatsache, dass versucht wird, die Existenz des Neonazismus zu leugnen oder sie gar zu verniedlichen, möchte ich hier daran erinnern, dass ich unter dem Naziregime mit zwei weiteren Kameraden dem Gefängnis der Leibstandarte Adolf Hitler zur gleichen Zeit zur Behandlung übergeben wurde, da dort der jetzige Führer der Republikaner als SS-Führer tätig war. Kein Zweifel, liebe Freunde und Genossen, solche die Völker der Welt beunruhigende Elemente der BRD-Politik sind dringend reformbedürftig. Die zügellose Verleumdungskampagne, die derzeit international koordiniert, die in die Deutsche Demokratische Republik geführt wird, zielt darauf ab, Menschen zu verwirren und Zweifel in die Kraft und die Vorzüge des Sozialismus zu sehen. Dass eine Gründung im Oktober 1949 ein Wendepunkt war in der Geschichte des deutschen Volkes und in der Geschichte Europas, ist lebe der 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.